Damit wieder herzlich willkommen in Midgard zu Final Fantasy Crisis Core Reunion. Vielen Dank, dass du da draußen wieder zuschaust und danke an alle, die das letzte Video mit einer positiven Bewertung bewertet haben. So, nachdem wir uns das Tutorial geprügelt haben in der letzten Folge, will ich jetzt Action haben. Digga, ich wurde ready geboren. I'll be joining you as well. I'm counting on you. Sir! By the way, what is your dream? To become first? Is it? No. To become a hero. Ah, good. Unattainable dreams are the best kind. Thanks. Wie lebensbejahend. Herrlich. Wunderbar. Let's go. The unit is already standing by. You two there! Hold it! Okay then. Leave this to me. Activating combat mode. Take that! Oh, shit, Schlitz, Schlitz und Schlitz. Ich muss das mit dem Anvisier noch ein bisschen hinbekommen. Das ist noch halt wenig kompliziert. Calm down, Zack. No can do. I mean, the director is watching, right? So I have to make a good impression. Zack. Heard of dumb apples? No, what's that? Incredible. You really don't know. Well, so much for you making first. Whoa, wait! What's this dumb apple? Du bist ein dumm Apfel. So, hier können wir jetzt die ganze lineare Karte, wie man es noch aus dem 7er Remake kennt. Du kannst aus einem Kampf fliehen und bin eine bestimmte Zeit lang auf die Grenze. Oh, das war Eis, das war gar nicht. Wirbelattacke. Egal. Ausgeschafft. Wer flieht denn? Alles Loot. Alles Level. Niemals EP zurücklassen. So, Angeal, what's the deal with dumb apples? The official name is Benora White. The trees bear fruit at random times during the year. Because of that, the townspeople affectionately call them dumb apples. Ah. The local farms had plenty of them to spare. Oh, really? So you stole them. We were poor, Zack. Nice excuse. But even then, I had my honor. The largest Benora White tree grew on a wealthy man's estate. It was rumored that those apples tasted the best. But I never stole from that tree, because the wealthy man's son was my friend. If he was a friend, you should have just asked for some. Honor can be quite a burden at times. And what exactly does this have to do with me? Your story is not worth hearing. What? Wieso sind 70% der Hauptprotagonisten in Final Fantasy Spielen eigentlich irgendwelche grenzdebilen Idioten. Oh, eine neue Mail.
liebe Soldatenmitglieder, ich danke euch für die tägliche Mühen. Sicher ist euch nicht entgangen, dass viele eure Kameraden Shinra den Rücken gekehrt haben. Einige Funktionäre innerhalb der Firma zweifeln aus diesem Grund bereits an der Einsatzfähigkeit von Soldat. Doch die gegenwärtige Situation bietet uns auch die Chance, unseren Wert als kleine Elite-Truppe dabei zu stellen. Ich hoffe, wir können den Krieg in Wutheim mit dieser Mission ein Ende bereiten. Gebt euer Bestes und zeigt der Firma, wie unentbehrlich Soldat ist. For the Company. Speichern. Hier klicke, haben wir nichts Neues und dann geht's weiter. Bei eins habe ich bei Final Fantasy gelernt, bei den ganzen Teilen, die ich bisher gespielt habe. Wenn du einen Speicherpunkt siehst, speicher. Diversion will allow us to infiltrate. Right. I'll set the bomb inside the fortress. You'll charge the front gate and... Uh-huh. And? Indulge yourself. You got it. That's what I do best. come on, B-Unit. You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste? Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. You're serious, aren't you? Yeah. I can be pretty cheap. Yeah, no kidding. Begin mission. Let's go. Intensive Emotionen haben die DBW verstärkt von Ongil. Im Laufe der Story lernt Zack Charaktere kennen, die starke Gefühle in ihm wecken können. Dies hat einen Effekt auf die DBW. Eine intensive Emotion erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Walzenbilder des damit verbundenen Charakters im Limitpool-Zustand übergehen. Okay, das war das, was wir gestern gelernt haben, was ich sicherlich schon vergessen habe. Ja, los, kommt her. Activating combat mode. Aha, das war jetzt hier. Ah, das macht so richtig Laune hier so zu schlitzen und schnitzern. Los, bringt mir mehr, immer mehr. Liebe es. Ja, mehr Gegner. Mehr Opfer für mein Schwert. Endlich wieder. Feuer. War jetzt weniger effektiv, als ich gedacht habe. Und kommt da noch was? Ich hab's noch erwischt. Ich hoffe. Yeah, piece of cake. Hello there. Combat
Wuhu! I can take it out. Will I make first? Depends on the quality of work. Your main task is diversion. Run amok and gather attention. Do well, and you'll gain favor with Director Lazard. That'll be a cakewalk. Was ist deine Mission? Stress verbreiten. Manche Attacken sind effektiv für Gegner mit elementaren Schwächen. Nehmen den Namen des Gegners, verrät er seine elementare Schwäche. Mind and body, acting together as one. So. What do you think? Pretty good, right? You're focusing just for the sake of it. Your true power hasn't been released. Yeah, it didn't feel quite the same as before. You need to learn to find the right zone in your mind. If you can't do that, you won't make first. Seriously? Das ist mal stehen. Gut, so mal. There he is. Get him. Activating combat mode. Eis. Schlitz und weg. Ja. Aha. Activating combat mode. Ah. Ah. Aha. Ja. Kann auch ein paar kleine Schüsschen abwehren. Ich wusste, dass da welche rauskommen. Ich wusste es. Oh, wir sind überlevelt, also überlebt. Mehr Loot. Ach, Heiltrank. Ist leer. Oh nein, eine Falle. Activating combat mode. Ja, manche halten mehr aus, manche weniger. Hauptsache, sie fallen und wie sie fallen. Und wenn wir fallen, dann fallen wir höchstens auch. Activating combat mode. Oh, das sah super aus.
Hier steht doch. Hier ist was bei diesen Dingern. Da wirst du wahrscheinlich noch durchkommen oder so. Oh super, zwei auf einmal. Und du auch noch. Super tragen. Nicht Pokémon oder was? Stufenaufstieg. Activating combat mode. Just now, I was checking out a revolving wall and was jumped. Other walls may be trapped too. Stay alert. Okay. Jetzt wieder zurück oder wie oder was oder wo? Ein Turm soll irgendwas sein. We found him. He's right there under the tower. I see him. 38th Tamblin Unit. Charge! Charge! Easy. New intel. Enemy troops are stationed inside the two fortress towers. I see. You don't want them tracking your position. Take out the other tower. Da ist der zweite Turm. Okay. Muss ich hier und dann da und dann so und dann schon. Die Dinger selber wohl nicht öffnen. Ärgerlich aber auch. Wäre ja auch zu einfach. Hallo. Er hat mich feige genannt, oder? Er hat mich feige genannt, er hat das verdient. Es ist halt eben mal auf die Fresse. Klopf, klopf. To think one man did this much damage to us.
Ja. Schrecklich, oder? Ja, ich schlottere namenloser NPC-Gegner. Oh, das sind drei von den Hohen. Nice. Endlich mal ein bisschen Action hier. Oh, ich bin ein bisschen im Arsch gerade. Hätte vielleicht auch mal auf mein Leben achten sollen. Hallo. Mich rein. Ich werde jetzt auch noch die letzten drei Dinger finden. Die irgendwo rumlungern. Zum Innenhof. Hier ist doch noch irgendwas. Naja. Dann soll es wohl doch nicht sein, oder? Oh, ich weiß, wie ich das. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Ja, endlich. Ihr Wutheis. Der Wutheil-Clan. Hello there. Soldier is a formidable foe. Still, to protect our homeland, we must stand against our enemies. Dreh dich mal um. Even if it means our lives. In Wutai, retreat is never an option. What? Retreat! Against danke für den Eintrag, Digga. Oh, keine MP mehr. Da muss Schwert reichen. Habe ich eigentlich alle Combats auf der Karte fertig, oder? Ja. Das heißt, jetzt geht's zum Innenhof. Nicht wieder voll. Zack, nicely done. We have successfully occupied the fort. I just needed you to keep their attention, but impressive. You did well. Keep pressing forward.
Ja, yeah, und hier haben wir noch Loot. Alter. Haben wir das Ding jetzt im Alleingang erobert? That must be the central area. So, aber hier suchen wir das Dojo in der nächsten Folge auf. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Format gefällt, gerne mit einem Daumen nach oben bewerten. Und bis zum nächsten Mal. Reingerockt.